Das war Tan Hong, ein tibetischer Popstar mit dem Lied «Erwache». Am letzten Samstag hat die Jahresversammlung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Bonn stattgefunden. Das Jahr war das Motto «Einsatz für Menschenrechtsverteidiger». Bei dieser Gelegenheit habe ich den Repräsentanten vom Dalai Lama in Europa, den Kelsang Yaltsen, und den Bundestagsabgeordneten Arnold Watts getroffen. Über die Wichtigkeit von konsequenten Gesprächen vom Westen mit China und über die grosse Gefahr für die Welt, wenn sich China politisch nicht verändert, der Repräsentant vom Dalai Lama, der Kelsang Yaltsen. Die Grundidee ist, man kann die chinesische Regierung
Sie will aus eigenem Antrieb, zum Beispiel in die Gemeinschaft des Welthandels und der Weltwirtschaft, ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Und die Welt heißt China willkommen. Aber die Weltgemeinschaft hat auch eine Verantwortung, dass China auch ein Teil der Weltdemokratie, demokratischen Gemeinschaft wird. In dieser Hinsicht muss die Welt beständig und konsistent Gespräche mit China führen. Weil, sehen Sie, China hat die größte Bevölkerung in der Welt, ist Atommacht, größte Armee in der Welt, ist Einparteidiktatur und wirtschaftlich ist sie auch jetzt eine Weltmacht. Wenn man hier nicht bemüht, China auch in die Gemeinschaft der Welt Demokratie zu bringen, China zu mehr Öffnung, zu mehr Liberalität, zu mehr Freiheit zu führen, dann hat man ja, man hat mit der Sowjetunion wirklich eine große Bedrohung für die Freiheit der Welt weggehabt. Aber in China, wenn China sich nicht verändert, wenn das politische System von China sich nicht verändert, dann hat man in China wieder eine zweite Sowjetunion, die die Freiheit der Welt bedrohen kann. Wenn sie hat nämlich all die Kriterien, die die Sowjetunion so bedrohlich gemacht hat. Und deshalb ist es, und ich glaube, es ist wichtig, also deine Heiligkeit, der Dalai Lama sagt immer, man kann mit China, man muss sich bemühen, mit China freundschaftliche Beziehungen zu haben, zum Beispiel in der Handel, in der Wirtschaft und überall. Aber es ist genauso wichtig, dass die Demokratien auf ihre Werte und Prinzipien auch festhalten im Umgang mit China. Wenn die Demokratien im Umgang mit China diese Werte nicht mit Nachdruck vertritt, dann hat für China auch diese Werte keine Glaubwürdigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass man eben an diese Prinzipien und Werte festhält und China davon überzeugt, wir sind bereit, mit China die beste Zusammenarbeit, das beste Verhältnis zu suchen und zu erstreben. Aber gleichzeitig muss China sich auch an die universellen Normen der Welt auch halten und sie auch anwenden. Man darf für China keine Ausnahme machen. Wie sehen Ihre Prognosen für China aus? Haben wir den ehemaligen politisch Gefangene und heutigen Bundestagsabgeordnete Arnold Watz gefragt? Ja, also China ist ein völlig anderes Thema. Hier muss man einfach mal eine Sache mit ins Kalkül ziehen. Wer zum Beispiel das Buch von der Jung Chan gelesen hat, also über Mao Zedong, dieses, was sie mit ihrem englischen Ehemann zusammengeschrieben hat, der wird sehr schnell feststellen, dass die Situation, aus der China kommt, in einer so unvergleichlichen Brutalität, dass China aus einer Phase von so unvergleichlicher Brutalität kommt, also die gesamten Exzesse, die während der Mao-Zeit stattgefunden haben, die dieses Land kaum vergleichbar macht mit irgendeinem anderen, und zwar was das Herkommen betrifft. Nun muss man auf der anderen Seite sehen, dass natürlich jetzt die chinesische Kommunistische Partei ist nicht abgelöst worden, sondern sie hat den Weg aus der politischen Sackgasse damals mit Deng Xiaoping dadurch gesucht, dass sie den Markt, also den Wettbewerb in der Wirtschaft zugelassen hat. Und das andere Bein, auf dem sie gestanden hat, nämlich das Einparteiensystem, über die Zeit gerettet hat. Die Einführung der Marktwirtschaft in China hat im Vergleich zu der Mao-Zeit selbstverständlich eine erhebliche Liberalisierung mit sich gebracht. Und das muss man zunächst erstmal an den Anfang der Überlegungen setzen. Das entschärft die gegenwärtigen repressiven und teilweise auch drakonischen Mitteln, die in denen China noch nach wie vor den größten Teil der Welt übertrifft an Brutalität, überhaupt nicht. Aber ich glaube, man muss die chinesische Bevölkerung, die man ja jetzt wesentlich besser ansprechen kann, als man das früher konnte, ermutigen, mit
steigender Integration in die Weltgemeinschaft auch eine stärkere politische Emanzipation zu fordern. Und deshalb ist es so wichtig, dass es also Menschenrechtsverteidiger in China gibt, wie Gao, die sich an dieser Arbeit ranbegeben. Ich glaube, dass die Liberalisierung in China unaufhaltsam sein wird. China ist angewiesen auf Instrumente zur Entwicklung des Landes, die eine abgeschlossene Gesellschaft nicht unberührt lassen werden.